In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr diese schönen Salz- und Pfeffermühlen selber bauen könnt. Servus zu einer neuen Folge Gipfelholz. Heute eine Bauanleitung und zwar, wie schon eben erwähnt, diese Salz- und Pfeffermühle. Und zwar stellen wir die her ohne Drechseln, einfach mit Forsterbohrer. Und den Bausatz, den verlinken wir euch auch unten. Für die Mühlen brauchen wir dann Folgendes. Wir machen sie ja mit Forstnerbohrer. Dazu braucht es einen 8er 30er, einen 2er 30er, einen 30er und einen 7er 20er. Die Maße stehen auch hier in der Bauanleitung noch drin, die in der Bausatz enthalten sind. In der Bauanleitung steht jetzt aber immer nur ein 30er Maß drin. Aber wenn ihr jetzt hier mal anschaut, Pfeffer und Salz, die haben unterschiedlichen Durchmesser. Deswegen brauchen wir für diese Salzmühle ein 32er unten und hier einen 30er. Als Holz verwenden wir hier Wenge, schwarz für Pfeffer und Eiche, hell für Salz. Die haben wir jetzt schon zugesägt auf 73 mm, wie es auch in der Bauanleitung drin steht. Wenn ihr das nachbauen wollt, nehmt aber am besten auch ein Hartholz. Da tut es euch einfach leichter als wie mit einem Nadelholz oder einem anderen weichen Holz. Zum Bohren ist es jetzt immens wichtig, dass der Schraubstock und der Bohrtisch fest sind. Weil wir bohren jetzt dann einfach nur runter, wechseln den Bohrer aus und so ist gewährleistet, dass alle Bohrungen auf der gleichen Achse verlaufen. Die erste Bohrung, das ist mit dem 38 mm Bohrer und die wird 9,5 mm tief. Die zweite Bohrung, das ist jetzt hier bei der Pfeffermühle diese 30 mm, bei der Salzmühle müsst ihr hier jetzt 32 mm und das sind jetzt 3,2 mm, wo wir runter müssen. Die dritte Bohrung, das ist dann die 7er 20er Bohrung, die geht eigentlich fast bis komplett durch, aber wir bohren jetzt einfach mal nur bis zur Hälfte. Das sind jetzt die großen Bohrungen von der einen Seite, sind jetzt fertig. Jetzt bohren wir mit dem langen Bohrer im Zentrierloch einfach komplett durch. Dann können wir den Holzklotz später umdrehen und wissen dann genau, wo wir die Bohrung von der anderen Seite machen müssen. Wir haben jetzt den Klotz umdreht. Hier seht ihr die Bohrung. Dann müsst ihr jetzt diesen 38er Bohrer, das ist die nächste Bohrung von oben, ausrichten. Das geht am besten, wenn ihr die Maschine laufen lässt und über der Bohrung dann kreist, dann könnt ihr sehen, wo ihr hin müsst. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann könnt ihr oben die 38er Bohrung, wie schon erwähnt, bohren und die muss jetzt da 3,2 mm tief werden. Jetzt kommt schon die letzte Bohrung. Der Zeichnung steht zwar 27 mm, aber ich nehme da jetzt auch einen 30er Bohrer und bohre durch. Das hat den folgenden Grund. Dann habe ich einen größeren Tank innen drin und bringe dann auch mehr Pfeffer rein. Jetzt seht ihr, jetzt haben wir hier unsere Bohrung drin, wo der Bausatz dann eingebaut werden kann. Das gleiche machen wir jetzt an unserem Eichenklotz für den Salz. Genau. Müsst ihr nur aufpassen, die zweite Bohrung, wie schon erwähnt, ist keine 30, sondern 32 mm. Aber wir schreiben es in jedes Bild bei jeder Bohrung oder ja genau am Film einfach nur rein, welche Maße ihr für welche Bohrung braucht. We'll be right back.
das Muster in das Holz, das machen wir jetzt mit diesen Kurzheilschreiben. Da haben wir auch schon ein Video gemacht, das verlinkt man euch. Ihr könnt es natürlich aber auch eine Powerfeile, ein Dremel oder sonst was oder zur Not auch mit der Hand, der Raspel und der Feile das machen. Wir haben jetzt soweit die Hölzer geformt, jetzt kommt der Feinschliff und dann nehmen wir einfach eine Schleifmaus dafür. Gerade bei Eiche oder Wenge bietet sich es auch an, das Holz zu bürsten. Das mache ich mit dieser Nylonbürste, dass das gibt dann eine schöne Haptik einfach. Und danach kann man dann einfach noch mit der Schleifmaus ein bisschen rübergehen zum Glätten. So, der Thomas der Gute, der hat jetzt alles geschliffen. Jetzt kommen wir dann schon zur Montage. Ich tue jetzt da noch einen Tropfen Sekundenkleber einfach drauf, damit es einfach ein bisschen sicher ist. Es wird zwar auch noch festgeschraubt, aber der Thomas, der klebt einfach immer ein bisschen dran. Das reicht auch schon. Von unten, da wird jetzt noch dieses Blech hingeschraubt. Bei der Pfeffermühle habe ich es jetzt schon gemacht. Und das gleiche kommt bei der Salzmühle auch hin. Jetzt kommen wir schon fast zum schönsten Arbeitsschritt, das Ölen. Wir nehmen dafür gern Erdnussöl, weil es halt einfach lebensmittelecht ist und wir haben nur gute Erfahrungen gemacht, ist besser wie Leinöl oder sonst irgendwas. Bitte nimmt kein Olivenöl oder sonst was, das wird nur ranzig. Erdnussöl, super. Schluss noch Deckel drauf, dann hier S für Salz und natürlich noch vorher befüllen. Ja. Die Mühlen sind jetzt fertig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Den Bausatz, den verlinkt bei euch unten. Würde uns freuen, wenn ihr nachbaut. Könnt ihr gerne in die Kommentare dann reinschreiben, wie eure Erfahrungen damit sind. Und ja, jetzt sage ich einfach nur noch Tschüss. Schöne Grüße aus dem Allgäu. Jens, sag auch mal noch Pfirti. Servus miteinander. Also, macht es gut. Servus.